So, Chat, sind wir da? Ich hoffe doch. Also, möchtest du kurz erzählen, was wir heute vorhaben? Ja, klar. Heute öffnen wir zwei geile Boxen, beziehungsweise in einem N-Display links sind mehrere Sets drin, die ihr gleich sehen würdet. Genau, ich kann sie vielleicht direkt erstmal rausnehmen. Also, genau, die Box ist nur, genau, nur Verpackung. Wir haben hier einmal das, wie heißt das? Das ist irgendwie. Das ist Dream League. Mit ganz vielen Das Dream hat man League. Gestern schon geöffnet. Das sind ultra geile Trainerkarten drin. Dann haben wir dreimal hier mit Lugia. Das ist Explosive Impact. Denn hier haben wir Reshiram und Double Gelatina. Blaze. Double Blaze. Letztes hier ein Set mit. Alter Genesis, Dialga, Palkia, Arceus. Ja. Ultra geile Karten drin. Ja, erstmal mit wo war es mal mehr. Fangen wir an. Ich glaube, Oster machen wir zum Schluss auf. Fangen wir den Lugia Packs an. Lugia Packs. Jetzt schon die ganze Zeit keine mehr geöffnet. Okay. Nein, groß gescannt kann man eh nicht sagen. Das Ganze wurde nämlich gesponsert von Dajo, deswegen. Bei den ganzen normalen japanischen Sets, wo es nur 5 Karten drin gibt, wie bei dem, ist die Holo-Karte immer am 4. Da kannst du immer die letzte Karte quasi abziehen. Also kann ich die letzte vortun, okay. Genau. Dann schauen wir mal, was es gibt. Ist relativ scharf, geht's bei dir über Discord? Ja. Okay. Also was haben wir hier? Wir haben hier irgendeinen komischen Ninja. Trainerkarte. Oder Hubelup. Ja gut. Die neuen Pokémon, da bin ich ganz ehrlich, da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Die Tät tut mir leid, Chat, aber ich hab's mit meinem Handy nicht anders hingekriegt. Ich kenn's. 15 Zuschauer schon am Start, auf jeden Fall herzlich willkommen an alle. Und jetzt. Oh, es glitzert. Oha, ist eine Jax-Karte. Grün? Pflanze? Was kann sein? Ah, nicht so geil. Nicht so geil. Zieh weg. Junge, Pottrott. Ja, ich sag ja. Was ist Pottrott? Pokémon. Und dann haben wir als Rare Incognito. Ja. Ja. Das sieht doch auch geil aus. Aber da. So. Gut, dann, das heißt, das letzte Lugia heben wir uns von Schluss erstmal auf. Genau. Dann gehen wir jetzt weiter zu, würde ich sagen, Giratina Reshiram, weil von denen haben wir ja jeweils nur eins, dann heben wir die auch von Schluss auf. Aber der Crocodile ist einfach nur. Letzte. Junge, Junge, jetzt geht es schon bei uns los, Chat. Jetzt geht's schon bei uns los. Du darfst nie sagen, dass du das Pokémon hast, du bist nur noch 10. Junge, guckt's euch an. Ich glaube, Slinzer dahinter. Oha, das ist nur billig. 200 oder? Normal. Warum kennst du dich so aus? Ist es irgendwas Besonderes? Ja, das ist geil. Aber geiles Artwork, aber es ist jetzt nicht eine krasse Karte. Ja, Zekrom so. Pikachu. Es geht los. So. Lohnt sich die zu mischen? Oder? Also boah, das ist egal. Also ist keine Reihenfolge jetzt drin, in der du quasi die Karte ziehst. Ich bin der loste Junge wieder am Start. Welches willst du denn? Das vierte. Das vierte? Okay. Melmetal und Lucario gönnt nicht. Ich glaube, da würde ich schreien. Zieht man zwar eine Goldkarte, aber es ist nix so nice. Ganz viel weiß und. Saugeil. Aber das kriegt Julia auf jeden Fall, weil ich weiß, dass sie. Ach, Junge, es kann nicht wahr sein! Guck dir das an! Guck's dir an! Ich mach jetzt. Wie gesagt! Ich mach jetzt einen Dickdarstapel. Das kann nicht wahr sein. Alter! Der Mount Everest einfach. Oder ist es die Zugspitze noch, Chat? Ja. Sagt, was ihr denkt. Und da kommt schon die erste Holo. Und es ist eine wilde Holo. Evil-Tal. Es sieht sehr, sehr wild aus. Nein, Holo ist, glaube ich, beliebteste in Turtok. In Turtok? Ach, Junge, da ist er auch schon. Da ist er auch schon. Ja. Okay. Dann lass es eine Goldkarte sein. Ist es nicht? Das ist ein Ultra-Beast, das ist nicht so nice. Der ist nice, Chat. Kommt jetzt schon die Holo, ja? Ja, und ich glaube, es ist Lesen. Wer ist das? Oh, die ist nicht geil. Die finde ich nicht geil. Keine Ahnung. Okay. Ach, ein neues Pokémon. Bitter. Giratina ist wild. Giratina in der Wandelform. Habe ich da recht? Das ist doch wild. Ja, den habe ich noch nicht im Pokémon. Und jetzt, Chat, ist es die Goldkarte? Nee. Es ist ein wohl. Oh, nice! Nice! Dribbelkarte. Check! Die ist geil. Die Babys! Julia, das ist doch eine Karte für dich! Der Netzball ist das. Danke an alle, die es geschrieben haben, Chat, dass es der Netzball ist. Ich möchte jetzt bitte Beliefs im Chat sehen. Jeder, der irgendwelche Garnelen-Smileys hat, ist es gut, wenn die Karte vorne ist? Digga. Ist ein Godpack? Digga, ich hab mich schon gerade eben gewundert, als die. Ich hab nämlich auch. Ich hab Zieh mal die erste Karte. Chat! Tut mir leid, wenn es jetzt in dem ist, tut mir so leid. Mach's. Zieh die erste Karte weg. Digga, ich will wissen, vielleicht ist es einfach nur ein Fehler. Nein. Kann auch sein. Nein! Oh mein Gott!
Nein, Chat! Nein, Chat! Es kann nicht wahr sein. Es tut mir so leid, Dajo. Es tut mir so leid, dass du mir fucking diese Box zugesendet hast. Nee, mach weiter. Ich will nicht. Es tut mir so leid. Du hast hier wirklich die Chance, mit der einen Box alle drei die richtig geilen Chat zu machen. Es kann nicht wahr sein. Es ist einfach ein Godpack. WTF, Chat! Snibuna ist auf jeden Fall richtig geil. Es ist einfach Godpack. Kann ich wahr sein. Ich hab's euch davor gesagt. Junge, ich fühle mich halt jetzt richtig schlecht. Weil du hast ja einfach das. Oh, die ist nice. Die ist nice, Es sind alles Secret Rare Karten. Nämlich Secret Rare sind es alles. Mit der einen Box kriegst du quasi das, was du in 12 Boxen kriegen würdest, ne? Mischa spendet 30 Euro. Ticket für Julia. Yeah. Oder Anfang für die Cam. Kuss geht raus. Mischa, vielen Dank. Chat, es kann nicht wahr sein. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Pokémon auskennt, wie hoch ist die Chance auf ein Godpack? 1 zu 200. Junge, es tut mir so leid für dich. Es tut mir so schlecht gerade. Ich fühle mich so schlecht gerade. Jo, wie ist gelaufen? Ja, ich hab's am Anfang. Den hab ich schon, aber das ist den alternativ, oder? Das ist, ja klar, das sind alles Secret Rare. Das sind alles sozusagen, das sind die Karten, wo man sonst eins pro Display hat. Ja. Alles. Ja, deswegen, ich sag ja, normalerweise musst du dafür 11 Boxen kaufen. WTF. Deswegen Godpack. Einfach nur WTF. Das sind nochmal die drei, Chat. Guckt's euch an. Das war nicht die geile. Komm, gönn. Was kommt da noch? Geile Trainerkarten jetzt. Oh, mehr Metal. Ich bin überfordert. Ich bin sowas von überfordert. Du weißt, Julia, dass das die Karten sind, die man sonst einmal in einem ganzen Display hat. Ja. Deswegen tut mir da schon so leid. Ja, mir tut er auch ultra leid. Ey, ich bin... Hierachi. Ich weiß... Die ist geil, die haben wir auch schon gezogen. Ich bin mir nicht sicher, ob man noch Goldkarten da drin kriegt. Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht, aber ich glaube nicht. Also Retalk, ich habe mir mal ein Godpack angeguckt, so wo 5 Stück waren und da war keine einzige Gold oder ich glaube sogar keine Rainbow. Ich weiß es aber nicht. Alter, das ist eine wilde Karte. Das ist eine sehr, sehr wilde Karte. Ohne Trainerkarte. Oh, aber keine nice, oder? Nee, ist gut. Das ist, glaube ich, also Retalk, von denen, wo ich jetzt so geguckt habe, nicht die allerwildeste. Okay, Chat, die letzte Karte. Ist schon die letzte. Oh, die ist geil. Die ist geil mit dem Schick. Ist die vorletzte, oder? Blue Tactics. Ist die vorletzte. Es gibt noch eine. Ha! Oh, leck. Die ist aber nice. Die ist nice. Die ist nice. Oh, und jetzt kommt noch die andere Trainerkarte. Es ist Red's Challenge. Chat. Guck dir diesen Tisch an. Alter, ich fühle mich so schlecht. Ich fühle mich gerade. Chat, was ist hier los? Oh, die zwei Trainerkarte, die sind richtig geil. Keine, die passen halt auch gut zusammen, ne? Ist halt einfach Shiggy und Bisasam. Ist das gut? Technik-Team, ja, klar. Sich fragen, ist das gut? Nein, Technik-Team ja, fragen so, im Chat, klar. Ist das gut? Das ist das Beste, was du kriegen kannst. Bin ich dumm? Ja, ein bisschen. Ja. Junge, dafür habe ich nicht genug Top-Loader. Also was auf jeden Fall ein Top-Loader muss, sind die zwei Trainer. Die sind die besten, oder, von hier? Ja, auf jeden Fall. Beiden. Alter, einfach nur krank. Es ist einfach nur zu krank. Julia, was sagst du zu den zwei Trainern eigentlich mit Bisasam und Shiki? Gibt's einen mit Glumanda? Klar. Gibt's auch noch? Ja, es sind alle drei. Ach, und das sind die, wo du gesagt hast, nein? Ja. Was? Deswegen. Nein, wirklich, du hast vorher gesagt, du kannst theoretisch drei ziehen und ich habe zwei davon gezogen. Ja, ja. Drei ist Maximum. Deswegen, das wäre halt die... Anstatt die... andere Tag-Team-Trainerkarte, noch einmal Blues Tactic. Ja, ja. Glumanda. Ja, aber die Chance, dass du zwei davon ziehst. Wie viel sind das Gesamtwert? Ich will keinen Wert, weil ich will nicht, dass Dajo sich noch mehr ärgert. Ich schreibe dir keine. Digga, ich kenne den Wert. Nein, ich will es aber nicht wissen. Ich will es nicht wissen, sonst wird es scheiße. Soll ich es da kurz sagen? Nur von den zwei Karten links. Nein. Du bist schon bei 1200. Nein. Hä, warum? Hä, wer gibt dafür so viel Geld aus? Jeder da davon ist im Netz für, ich glaube, über 600 in 10 weggegangen. Ja, die muss halt auch aus meiner 10. Vielleicht war es auch ein Triple-Kauf und es waren einfach alle drei für 600, habe ich das halt nicht zuerst gedacht. Aber ich glaube, ich habe im Netz nachgesehen und es ist jede über 600 Dollar verkauft worden. Sind es die zwei? Sind es die zwei, die ich gezogen? Ja, genau, ja.
Nice, dann muss ich mir auch irgendwie beiseite legen. Oh, ein Zapdos. Nice. Zapdos-Holo ist auf jeden Fall wild. Du merkst es aber, wie im Vergleich zu den anderen Karten. Wenn du jetzt eine normale Holo-Karte ziehst, ist Zapdos, legendäres Pokémon, eigentlich halt ultra geil. Aber wenn du jetzt sowas ich sag ja nur, jetzt weißt du ungefähr, wie ich mich dann ab und zu fühle, wenn ich dann eine Jax-Karte ziehe. Aber es war auch wirklich echt, also keine Ahnung. Ja, nee. Alter, oh, Turtok ist wild. Alter, was haben wir denn für Luck? Einfach Shiggy, Turtok, Zapdos, Yuya. Möchtest du irgendwas dazu kurz kommentieren? Ich bin wortlos. Hm. Jo, es kann nicht wahr sein. Ja. Es kann einfach Warum, Chat? Wieso? Hui. Und Victini. Victini finde ich ein richtig nices Pokémon. Victini ist ein schönes Pokémon. Den mag ich. Das ist geil. Alter, eine Ultra Prisma ist das, oder? Sind die besser oder schlechter als eine Holo? Ja, es sind einfach seltener. Sagen. Ich glaube, pro Box gibt es auch immer eine Prism-Karte. Okay. Also wenn die sind auch sehr selten. Und da haben wir... Da war dein Freund. Da haben wir wieder... da geht Cameo die Stimme nach unten. Ein Melteil. Ja, wenigstens nicht in Gold, weißt du so? Also, ja. Obwohl, naja. Ich wollte gerade sagen, in Gold hätte ich, glaube ich, mehr drüber gefreut, ja, oder? True. Man merkt nur leicht, dass ich das Spiel suchte. Wer ist das denn? Ist es eine Ultra-Bestie, oder? Das ist Nacktern. Das ist die Weiterentwicklung von dem, wo du gerade eben schon gemeint hattest. Das wäre ein Alpha. Nein. Das ist genau die Weiterentwicklung. Oh, das ist dein Lieblings. Das ist der Fisch! Chat, wir haben sogar noch den Fisch. Das kann nicht wahr sein. Ich ziehe alles, was ich wollte und das, woran ich nicht geglaubt habe. Das ist lila, ich kann es noch nicht erkennen. Ich glaube fast, es könnte Zekrom mit Pikachu sein. Oh, wir haben weiter falsch. Ah, nein, das ist lila. Die gibt's ja auch als Gold, oder? Mit Greninja. Genau, ja. Die gibt's auch in Gold, genau. Magnezone? Das ist sauschwer. Sauschwer zu sammeln. Magnezone? Ja, sammeln. Also Retalk bei so einem Set, das kannst du doch auch nicht sammeln, oder? Also jetzt Retalk, wenn ihr dann eine so eine... So ja, jetzt für die Preise so ein paar Arzt nimmer, das ist korrekt. Ja, aber davor, auch früher, denkst du wirklich, jeder wollte alle diese... Überleg dir mal, ich hatte jetzt ein Godpack, okay. Aber wenn du wirklich alle einzeln sammeln sollst, da kriegst du ja theoretisch eins pro Dings. Okay, du hast dann irgendwann vielleicht mal ein Godpack dabei, aber das ist schon komisch irgendwie, finde ich. Der sieht wild, was auch immer es ist. So. Die hab ich auch schon mal. Ja, also, da hast du die Alternative. Keine Ahnung. Ich weiß, was kommt. Stabil. Das sieht süß aus. Das sieht. Chat, nice. Alle nochmal reinpocken. Letztes Pack für heute. Absol. Auch nice. Und jetzt die letzte. Ist eine GX. Und das ist diesmal eine Gekaboa-Entwicklung. Ja. Das ist gute Gewalt drauf. Was ist das? Sieht die Demo so aus? Ja. Die Energie? Das ist Secret Rare Energy. Aber das ist normal, dass man eine noch dran hat. Okay. Ja, also das ist wirklich keine Secret Rare, um das ganz kurz mal zu sagen. Also immer an alle, die... Weil ich hatte schon Openings gesehen, weißt du, die hatten ihre Secret Rare schon. Ja. Und haben dann gesagt, ja, es kann ja noch ein Godpack drin sein. Naja, nein. Aber anscheinend ist es nicht so. Okay, Chat. Vielen Dank für den nicen Stream. Wir sehen uns wieder. Und dafür, ich glaube, das war es jetzt nicht von unserer Zusammenarbeit. Es wird auf jeden Fall in Zukunft hoffentlich wieder was kommen. Ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Mach jetzt bitte noch, zieh deine Lieblingskarten und zieh nice Sachen für den Zuschauer. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal am Freitag hier und ihr geht jetzt alle rüber zu Dajo. Einen wunderschönen Abend. Okay. Dajo, schönen Abend dir. Und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski und ciao.